We rebuild what has fallen. We take the wreckage of war and craft a new home. Our lust for creation knows no bounds. The sky and rocks are our playground. We shall stand tall and strong. For when those chained to the past return, we can say, behold. Hallöchen und ein herzliches Willkommen an alle treuen und neuen Zuschauer. Ich bin der Altron, Indie Game Tester, und ich zeige euch hier heute Bulwark. Die Demo ist seit gestern, glaube ich seit gestern, auf Steam erhältlich, obwohl es eigentlich hieß, dass die Demo erst Ende Jänner veröffentlicht wird. Aber ich habe es gestern schon die Benachrichtigung bekommen und daher wollte ich euch den Titel mal zeigen. Entwickelt wird er von einem Ein-Mann-Projekt wird entwickelt von Thomas Sala und gepublished von Wire Productions. Ich habe es im Video gesehen, ist wirklich ein ganz interessantes Konzept. Minimalistisch, aber doch interessant. Und grafisch auch sehr imposant, möchte ich mal sagen. Dazu sei noch gesagt, jetzt gibt es auf Steam das Parage and Ninja Fest. Ich würde auch sagen, deshalb haben sie die Demo früher veröffentlicht als angekündigt. Finde ich cool. Wir schauen da jetzt einfach mal rein. Der Soundtrack ist schon mal geil, so richtiges Wikinger-Feeling kommt da auf. So, ich spiele die Demo mit Controller. Controller links, Cursorbewegung, linker Stick, Controller rechts, Cursorbewegung, Maussteuerung und Zielen. Die meisten Funktionen sind auf die Maus gelegt. Auswählen mit linken Maustaste, okay. Dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, es wäre auf Controller ausgelegt. Kann ich es mir jetzt aussuchen? Cursorbewegung auf dem linken Stick oder Cursorbewegung auf dem rechten Stick? Das ist eine gute Frage. Ich glaube linker Stick. Welcome to Bulwark, a game about chaotic creativity. No conventional controls, one button to paint the landscape, another to move about. And while you paint towers and walls, people will start to make the world come alive. Keep building, that's the trick. This can be confusing at first, overwhelming even. But don't worry, there's also no mistakes. Na toll, ich wollte euch das jetzt gerne vorlesen auf Deutsch. Aber ich dachte, ich lasse ihn mal aussprechen. Das war der Entwickler. Im Bulwark geht es um den Spaß am Bauen deiner eigenen Siedlung. So wie sie wächst, wächst auch deine Bevölkerung mit dir, wodurch du Bewohner und Ereignisse freischaltest, die deine Siedlung weiter verbessern. Du baust auf der Ursee, einer trostlosen Ozeanwelt, die nach einem 40-jährigen Krieg voller Konflikten und Fraktionsstreitigkeiten ist. Aha. Also die nach 40 Jahren Krieg voller Konflikte und Fraktionsstreitigkeiten ist. Okay. Du repräsentierst eine bunte Gruppe von Flüchtlingen mit dem Wunsch,
zum Neuanfang. So wie deine Siedlung wächst, triffst du auf Leute aus anderen Fraktionen, die sich dir anschließen wollen. Das öffnet neue Möglichkeiten zu wachsen, so wie andere Siedlungen kennenzulernen und Handel mit ihnen einzugehen. Es besteht auch die Möglichkeit, die Welten durch Konflikte und Krieg zu erobern. Im Kern ist dies ein Aufbau-Sandbox-Spiel und der Weg vorwärts liegt an dir. Du hast die Wahl. Okay, Ziele. Du brauchst folgende 4 Ressourcen der Ursee, um Zugang zu allen Gebäudeoptionen zu erhalten. Arbeiter, Holz, Stein und Eisen. Ihre Funktionen sind ziemlich einleuchtend. Arbeiter bringen Leben in deine Siedlung und ermöglichen es deine Extraktoren, vor allem die anderen Ressourcen zu produzieren. Ermöglicht es deinen Extraktoren, vor allem die anderen Ressourcen zu produzieren. Ich muss mal was trinken. Außenposten produzieren Arbeiter und können zu Zitadellen verbessert werden. Holz ermöglicht es dir, Türme und Gehwege nach Belieben zu bauen, um deine Siedlung zu erweitern. Stein schaltet die Fähigkeit frei, Türme, Gehwege und Außenposten aufzuwerten. Es ermöglicht Arbeitern außerdem, bessere Häuser zu bauen, in denen mehrere Personen unterkommen können. Eisen ermöglicht es dir, Außenposten zu Zitadellen aufzuwerten und Kommandotürme zu bauen, die hoch in den Himmel ragen. Also Außenposten können zu Zitadellen ausgebaut werden, dazu braucht man dann Eisen. Kommandanten können Kommandotürme zugewiesen werden, die Verteidigungstürme und Schlachtfeldeinheiten einführen können. Okay. Ressourcen. Extraktoren können mit deinem Aufklärer auf einer geeigneten Holz-, Stein- und Eisenquelle platziert werden. Ressourcen haben nur einen wichtigen, Wert. Lieferreichweite. Ein Sägewerk, das beispielsweise +4 Holz produziert, kann Holz bis zu 4 Gebäuden weit liefern. Tatsächliche Quantitäten spielen keine Rolle, nur die Lieferreichweite. Okay. Jedes Gebäude in der Siedlung verbraucht eine Ressource, abgesehen von Kommandotürmen, die zusätzlich einen Arbeiter pro zusätzlicher Ebene verbrauchen. Es kündigt sich wieder ein Nieser an. Gott. Wenn ein Gebäude Zugang zu allen Ressourcen hat, kannst du frei und ohne Begrenzungen an diesem Standort bauen. Erweiterungen und das freie Bauen sind so lange möglich, bis die Ressourcen außer Reichweite sind. Wenn ein Extraktor auf einer Holz-, Fels- oder Eisenquelle platziert wird, wird die Ressource aufgebraucht. Die Zahl beim Radius der Quelle gibt an, wie viele Gebäude diese Ressource nutzen können, bevor die Gesamtmenge aufgebraucht ist. Okay, Ressourcen, Arbeiter, Holz, Stein, Eisen, Kommandant, Begegnung. Okay, hört sich jetzt mal etwas viel an, aber wir werden schon reinfinden. Das Bauen im Spiel ist so entworfen, dass es wie Speicher und Rad agiert. Okay, Gebäude funktionieren als Zentrum eines Rads, während Türme automatisch mit Gehwegen und Luftbrücken wie Speichen verbunden sind. Wenn man außerdem Fundamente und Balkone bauen, die von den Türmen ausgehen, Fundamente und Balkone bieten zusätzlichen Platz für bessere Behausungen als auf dem Boden. Entschuldigung, ich habe es nicht richtig gelesen. Meine Güte, man kann außerdem Fundamente und Balkone bauen, die von Türmen ausgehen. Dankeschön. Kommandanten verwenden Balkone außerdem, um Verteidigungstürme darauf zu stellen. Die maximale Höhe von Kommandotürmen wird durch Fundamente und den Zugang zu Arbeitern beeinflusst. Je mehr Fundamente und Arbeiter es gibt, desto höher kann ein Kommandoturm reichen. Okay. Hafenturm. Bauen nicht möglich. Fundamente. Okay. Ich würde mal sagen, an die
Zeichen werde ich mich erinnern, wenn ich sie brauche. Hafen, Turm. Gut. Bau nicht möglich. Auch noch. Fundamente. Ist das die Baurichtung? Dann werden wir sehen. Handelsrouten. Ozeanfahrende Schiffe dienen hauptsächlich als Transporter und Kampfschiffe. Du wirst auf Kapitäne treffen, die ihre Dienste in beide Klassen anbieten. Transportkapitäne verschiffen einen oder mehrere Stoffe zwischen zwei Häfen. Kampfkapitäne patrouillieren zwischen zwei Häfen und bekämpfen alle Bedrohungen in der Umgebung der Route. Du kannst Häfen über den Aufklärer bauen. Lege einfach zwei weit voneinander entfernte Häfen an, die dann als Paar gebunden werden. Achte darauf, immer einen nach dem anderen zu platzieren, da der Handelsroutenprozess automatisch abläuft. Okay. Kommandotürme können einige der Kommandanten beherbergen, die du in der Urse triffst. Diese Kommandanten erfüllen eine Vielzahl von Aufgaben. Größtenteils erschaffen sie Einheiten verschiedener Klassen, die deiner Kampfgruppe hinzugefügt werden können. Fliege einfach zu einem Turm, der einem Kommandanten zugewiesen ist, und seine Einheiten werden sich dir anschließen. Einige Kommandanten verstärken die an ihren Turm angeschlossenen Ressourcenextraktoren. Fraktionsführer schalten im Seelenbaum eine neue Gruppe von Kapitänen und Kommandanten frei. Okay. Zufällige Ereignisse. Bei der Welterkundung kannst du auf Gebäude, Anomalien, verschiedene Personen und verschiedene Personen treffen. Diese bringen dir vor allem neue Kommandanten, Gebäude, zufällige Geschäfte, die deine Siedlung bevölkern können und mehr. Einige davon können auch zu feindlichen Begegnungen führen, vor allem wenn du dich anderen Fraktionen gegenüber aggressiv verhältst. Siedlungen sind die übrigen Städte der Ursee, die in den Krieg überlebt haben. Sie sind nicht immer im besten Zustand und viele von ihnen freuen sich über Handel mit dir. Wenn du mit einer Siedlung interagierst, wird angezeigt, wie du mit ihr und ihrer Fraktion verbündet bist. Das Ereignis der Fraktionsgesinnung. Wenn du zum Beispiel viele bannerlose Kapitäne, Kommandanten und Außenposten hast, ziehst du viel Bannerlose an. Dies führt zu einer starken Gesinnung zugunsten der Bannerlosen. Wenn dies sich weiter verstärkt, giltst du vielleicht sogar als bannerlose Siedlung. Siedlungen reagieren auf deine Fraktionsgesinnung. Du kannst beispielsweise die Option erhalten, sie zum Betritt in deine Siedlung einzuladen, wenn deine Gesinnung passt. Der Siedlungsbildschirm zeigt auch die Einschüchterung. Einschüchterung ist ein militärischer Vergleich zwischen dir und der Siedlung. Bei starker Einschüchterung kannst du vielleicht bestimmte Optionen erzwingen, wie eine Kapitulation. Ah, da unten haben wir die Gesinnungssymbole. Bannerloser, Imperium, Mainzer, Freibeuter, Freihaus, okay. Der Kampf. Kämpfe sind ziemlich simpel. Deine Kampfgruppe greift alle feindlichen Einheiten an, die sich in der Nähe deines Aufklärers befinden. Sobald ein Krieg erklärt wurde, wird auch die Siedlungsverteidigung angegriffen. Aber Vorsicht! Zusätzliche Truppen können deinen Feind während oder nach dem Kampf unterstützen. Die Gesundheit deiner Kampfgruppe im Vergleich zu deinen Feinden wird während des Kampfes durch Gesundheitsbalken angezeigt. Deine gesamte Kampfgruppe und jede einzelne Einheit erhalten Erfahrung durch jeden Kampf, wodurch sie Boni auf ihre Leistung erhalten. Die gesamte Erfahrung deiner Kampfgruppe wird im Inventar angezeigt. Wenn du Kämpfer verlierst, dann kann deine gesamte Erfahrung fallen. Wenn du Einheiten während einer Schlacht verlierst, kannst du nach einer Abklingzeit von den Kommandanten, die sie erschaffen haben, weitere erhalten. Frische Streitkräfte beginnen immer als Neulinge und verringern daher möglicherweise dein Schlachtfelderfahrung. Karte, Seelenbaum und Inventar. Die Weltkarte zeigt an, wo sich deine Siedlungsgebäude befinden. Sie ermöglicht schnelles Reisen zwischen ihnen und gibt den Aufklärer Zielbefehle für neue Gebiete. Die Weltkarte führt auch zum
Inventarbildschirm, der alle Konstruktionen, einzigartige Gebäude oder Extraktoren anzeigt, die du dabei hast, und die von deinem Aufklärer aus eingesetzt werden können. Der Inventarbildschirm führt zum Seelenbaum, der alle Kommandanten und Kapitäne anzeigt, die je Fraktionen dienen. Der alle Kommandanten und Kapitäne anzeigt, die je Fraktion dienen, okay. Die einer Fraktion dienen, wird das besser klingen. Außerdem wird gezeigt, wie viele Kommandanten und Kapitäne potenziell frei sind und wie viele Bevölkerung benötigt wird, um weitere anzuwerben. Von diesem Bildschirm aus kannst du auch Kommandanten und Kapitäne entlassen. Okay, alles übers Inventar. Sobald du den Seelenbaum einer Fraktion vollständig freigeschaltet hast, kann eine Quest zum Finden eines Fraktionswunders erscheinen. Mhm. Und das sind die Credits. So, meine Lieben, dann starten wir mal rein. Freies Bauen und den Start der Kampagne. Hier kannst du frei in einer offenen Welt bauen. Es bietet auch ein einfaches Tutorial, ein Ressourcensystem, das nur auf Entfernungen basiert und nicht darauf, wie viel du produzieren kannst. So wie ein Rat, klicke und baue überall. Du kannst nichts falsch machen. Finde nach und nach heraus, wo du bauen kannst und wie sich die Dinge entwickeln. Dies ist ein Teil des Spiels. Es geht darum zu experimentieren. Mach dir also keine Sorgen, lege einfach los. Also, Szenario-Einstellungen. Die freien Häuser schätzen Wohlstand, Stabilität und Wachstum. Sie wollen sich neu aufbauen und wünschen sich nur Frieden. Dann starten wir mal. Wir haben Krieg in das Baum. Also eine dunkle. Nach Jahrzehnten der Zermürbung ist von unseren wohlhabenden Freihäusern nichts mehr übrig. Wir nahmen unseren Besitz und zogen los, um uns in Frieden umzusiedeln. Weit weg von den Kriegsherren und Lehnsgütern. Wir werden erfolgreich sein, denn wir schultern die Vergangenheit. Und unsere Hände wird die Zukunft entspringen. Und unseren Händen wird die Zukunft entspringen. So, das sind wir. Der nächste Aufklärer fliegt, der nächste Kommandanten entwickeln, die Open World erkunden. Du bist endlich da. Wir haben bereits einige der wichtigsten Gebäude gebaut. Ich helfe dir dabei, alles zu verbinden und die Siedlung startbereit zu machen. Was durchkreist hast du zum Überspringen? Während du am Boden bist, konzentrieren wir uns auf den Bau einzelner Gebäude. So kannst du auf verschiedene Weise expandieren, später auch in die Höhe. Verwende Steuerung rechts, um die Kamera verbindet zu unten seichten Wasser nahe der Meer, Pilze ohne Holz, verbindet zuerst den Außenposten. Okay, das geht mir jetzt ein bisschen zu schnell. Verwende Steuerung links, um den Cursor zu bewegen. Bewege den Cursor zum Sägewerk in Sichtweite, im seichten Wasser, bis er sich verbindet. Drücke dann Quadrattaste, um eine Verbindung Gehweg zu bauen. Verbundenen Gehweg zu bauen. So, nochmal. Also linken Stick, um den Cursor zu bewegen, bewege den Cursor zum Sägewerk. 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 Kreistaste. Beachte, wie die Arbeiter bereits Häuser und Industrie an den Gehwegen bauen, wo immer du baust, wenn die Arbeiter so es erreichen können. Lassen sie sich dort nieder. Bewege den Cursor zum Sägewerk in der Nähe, drücke Kreuztaste, um das Sägewerk auszuwählen. Das nächste auswählbare Gebäude wird immer mit dem blinkenden orangefarbenen Symbol angezeigt. Aha. Bewege den Cursor zum Sägewerk. Und Kreis.
Nee, Kreuz, Entschuldigung, Kreis war anscheinend abreißen. This is your woodmill. Das ist ein Sägewerk. Es produziert und transportiert Holz über die Gehwege. Lass uns also einen einfachen Holzturm mit einem Gehweg bauen. Kann ich da nicht ran? So, ah, doch. Aber ich kann nur die Kamera drehen, anscheinend. Weil ich jetzt dann am Boden bin und nicht mit dem Aufklärer fliege. Verlängere die Baulinie mit Steuerung links, bis ein Kreis angezeigt wird. Drücke dann Quadrat. Baue eine neue Verbindung vom Sägewerk aus. Ja, wohin? Egal, ne? Das ist ein einfacher Turm. Mit ihm kannst du deine Siedlung verbinden und Lebensmittelressourcen und lebenswichtige Ressourcen transportieren. Arbeiter erreichen im Umkreis alles. Den Cursor zum Sägewerk bewegen, drücke Kreuz, um das Sägewerk auszuwählen. Das nächste ausgewählte Gebäude wird orange angezeigt. Holz wird nur über eine begrenzte Zahl von Gehwegen verbunden mit dem Sägewerk transportiert. Du kannst das Limit erhöhen, indem du Arbeiter ermutigst, entlang der Gehwege sich anzusiedeln, nehme ich an. Verbessere das Sägewerk, indem du darauf ein Industriezentrum machst. Baue mehrere Verbindungstürme und Gehwege vom Sägewerk aus. Untersuch den Ressourcenfluss mit R1, um zu sehen, wie die Produktion des Sägewerks wächst. Was ist denn das hier? Ein Pilz oder was? Kann ich jetzt mir erzählen, dass die hier bauen können? Nee, das wird nur ein Gehweg. Nee, nicht da hoch. An die Steuerung muss ich mich noch gewöhnen. Vor allem, weil... Ja. Das war jetzt... Viereck. Wir müssen uns weiter auf Sägewerk konzentrieren. Er wollte das nicht machen? Du kannst hier nicht bauen. Es gibt keine Tower mit Access to Wood nearby. So, mehrere Gehwege vom Sägewerk ausbauen. Ja, aber in welche Richtung? Da geht ja nichts mehr. In die Richtung kann ich nicht, in die Richtung kann ich nicht, in die Richtung. Nee, wohin will er denn dann? Hast du nicht gerade einen Tower gebaut? Cannot build here. There is no tower with access to wood nearby. Aber ich bin ja im Sägewerk. Wood can only travel a limited number of walkways away from the wood. Begrenzte Zahl von Gehwegen verbunden. Das Limit erhöht, indem du Arbeiter Sägewerk zu bauen. Verstehe ich nicht. Will er hier weiterbauen? Oder wie? Baue mehr Verbindungstürme und Gehwege. Also mehr Verbindungstürme. Und noch mehr Türme. Ist das ein Turm? Türme waren die runden Symbole, ne? Das ist Fundament. Die runden waren Türme.
Aber erzählt man denn nicht als Turm, oder wie? Aber da kommt schon, warte mal, Holz ist das Orange. Ich habe keinen freien Kameramodus, das ist etwas ungewohnt. Also, ich habe zwei Arbeiter. Warum flackert die Linie hier? Und die Linie ist stabil? Und da geht gar nichts hoch. Ich kann nur eine begrenzte Zahl von Wegen nutzen. Wo steht das? Wie viel? Na, das ist die Angabe, glaube ich, von 3, oder? Nee. Jetzt habe ich hier Angabe 4, 5, plus 5. Das heißt, dass jetzt 5 Türme kann ich weit gehen, oder wie? Oder 5 solche Fundamente. 1, 2, 3, 4, 5. You cannot build here. There is no tower with access to wood nearby. Wieso nicht? Da ist ein Tower. Ah, hätte er das so gemeint? Untersuche den Ressourcenfluss mit R1, um zu sehen, wie die Produktion des Sägewerks wächst. Ja, ich sehe keine wachsende Produktion eigentlich, weil das ist jetzt... Wood can only travel a limited number of walkways away from the woodmill. But this can be increased by encouraging workers to build along walkways connected to the woodmill. Good work. The woodmill is now delivering wood further than before, so we can move on. Across from the woodmill, we also built a stone quarry. Let's connect that to our settlement. Also ganz habe ich es nicht kapiert. Ganz habe ich das jetzt nicht gecheckt. Und warum die grüne Linie hier so struggelt, weiß ich auch nicht. Okay, Bauverbindungswege zum Steinbruch, der bereits auf dem Fels hinter dem Sägewerk gebaut ist. This resource extractor is missing access to workers. This stone quarry works similarly to your woodmill. It produces stone that can travel a limited number of walkways. Great job. Now we have access to the quarry. Jetzt habe ich die letzte Meldung nicht gelesen. Upgraded to stone. Was, jetzt können wir die Holztürme zu Steintürmen upgraden. Bewegt den Cursor so, dass der Holzturm ausgewählt und die Baulinie zurückgezogen ist. Drücke dann Quadrattaste, um ihn aufzuwerten. Werte mindestens einen einfachen Holzturm auf. Stone towers create stone walkways. If you rebuild a walkway adjacent to a stone tower in place of a current wooden one, it will be upgraded to stone.
Wähle deinen Außenposten aus. Kreuztaste wählen das Gebäude aus, das deinen Cursor am nächsten ist. Das nächste Gebäude wird... Ja, das wissen wir schon. This resource extractor is missing access to workers. This stone quarry works similarly to your wood mill. It produces stone that can travel a limited number of walkways. Select your outpost, so we can start expanding it further. Der Außenposten, wie komme ich dann darüber? Also da muss ich mich jetzt einzeln durchklicken, oder wie? This tower needs to be connected to your stone quarry. Okay. And be in its range. Baue Verbindungswege zum Steinbruch, der bereits... Was? Ist ja. Habe ich ja. There is no stone available for this upgrade. Select your outpost, so we can start expanding it further. Ja, wie? Sagt er ja gerade, ich habe keinen Stein da. Stein ist blau. Stein kommt nur bis hierher. Wieso? So wird das dann hier nicht weiter geliefert. This tower needs to be connected to your stone quarry and be in its range before it can be upgraded. So, haben wir den jetzt verbunden oder nicht? You cannot expand further without access to wood. Scout around with your surveyor to look for sea tree fungi. And build a wood mill next to it. Then connect it to where you want to expand. Uh-huh. This tower needs to be connected to your stone quarry and be in its range. Also jetzt hat er gesagt, ich soll mit meinem Aufklärer eine neue Mine bauen, oder wie? Wie soll das gehen? Turm bauen, Quadrat, nächstes Gebäude, X, Ressourcen, R1. Aber wie komme ich zu meinem Ding hier? So, jetzt muss ich mal schauen, ob ich die Steuerung ändern kann. Die ist eine Katastrophe, leider. Für mich, weil ich es nicht so gewohnt bin. Maus-Sensitiv-Kamera-Drehung-Steuerung. Inventier-Kamera, horizontal und vertikal. Achso, warte mal, jetzt hat er am linken Stick gestellt, oder wie? Nee. Schwenk deaktiviert, BASD deaktiviert, Pfeiltasten, invertierte Kamera, keine. Weiß nicht. Wenn ich nach rechts drehe, hätte ich gern, dass die Kamera nach rechts dreht und nicht. Er nimmt das nicht mal an. Ich kann das ja nicht mal. Steuerungsschema, Steuerung links. Das will ich nicht ändern.
Ich will hier die Horizontale ändern. Ah, Entschuldigung, speichern und schließen. Hat er nicht geändert. Okay, das hat er jetzt geändert. Die zwei Joysticks, das hat er angenommen. Das ist halt auch komisch. Oben kann ich Steuerungsschema ändern und hier kann ich die Kameradrehung nochmal auf das Steuerungsschema. Ja. Geh mal auf Zurücksetzen. Invertierte Kamera. Nur horizontal. Lass mal schauen. Ne, jetzt hat er wieder das Schema geändert. Katastrophe. Gibt's ja nicht. Nochmal zurücksetzen. So, jetzt habe ich links die Kamera, rechts die Kontrolle. Und jetzt hätte ich noch gern, dass wenn ich den Joystick nach rechts bewege, dass sich mein Blink nach rechts bewegt und nicht nach links. Das wäre sehr hilfreich. Dankeschön. Dankeschön. Kann ja nicht so schwer sein, oder? Und jetzt versuche ich noch die Horizontale auch. Geht nicht. Ich glaube, das war aber die Standardeinstellung, horizontal und vertikal. Und deshalb war es so komisch, oder? Ja. Wenn ich nach oben drücke, die Kamera nach unten. Also es ist genau versetzt. So, jetzt drücke ich nach oben, geht die Kamera nach oben. Ich drücke nach rechts, geht die Kamera nach rechts. So, nochmal zurück zum Steinbruch. Okay, dann muss ich wieder rüberhüpfen. Nein, gerade erst gesagt, der Steinbruch hat keine Verbindung. Jetzt sagt er, er soll den Außenposten hier verbinden. Nee. Die Steuerung fühlt sich absolut komisch an, muss ich leider sagen. Kommt doch nicht ganz klar, denn jetzt hängt sich's auf. Also es wurde zwar mit Controller empfohlen, das Game, aber aus irgendeinem Grund spielt es sich nicht. Jetzt lässt er mich gleich gar nicht mehr mit dem Controller rein. So, von hier soll ich Wege bauen, sagt er.
zu bauen. Blau ist Stein. Stein kommt jetzt hierher. Und warum wird der Stein jetzt da nicht weiter geliefert? Der Stein kommt nur bis daher. Nee, gar nicht. Bis daher. Steintürme erschaffen Gehwege aus Stein. Select your outpost, so we can start expanding it further. Jetzt muss ich den Gehweg nochmal bauen. Oder wie? Weiß gerade nicht. You cannot build on top of the sea tree fungi. These are needed to produce wood. Select your outpost, so we can start expanding it further. Geht ja nicht, weil da kein Stein rüberkommt. This tower needs to be connected to your stone quarry and be in its range before it can be upgraded. Bauen hier aber nicht weiter. Nee. Stone towers create stone walkways. Baust du einen Gehweg neben einen Steinturm, wird er auf anstelle eines bestehenden aus Holz wieder dieser zum Stein. Oh Gott im Himmel. Er sagt, ich soll meinen Außenposten anwählen. Und dann sagt er, ich habe keinen Stein. Check ich jetzt echt nicht, hä? There is no stone available for this upgrade. Ja, aber ich kann auch sonst nichts machen. Wie komme ich denn zu meinem Flugdingens? Hat er gesagt, ich soll zu meinem Flugdingens und einen neuen Außenposten bauen. Lasst er mich jetzt auch nicht. Tja. This tower needs to be connected to your stone quarry and be in its range before it can be upgraded. Na wie, soll ich die Steinmine hier rüber verlegen? Select your outpost, so we can start expanding it further. Ist jetzt schon ein Steinweg. Macht mich fertig. Ich glaube, das ist jetzt schon ein Steinweg. Das wird dir auch nicht beschrieben hier. Jetzt baut er gleich einen zweiten Turm. Thank you.
Also nee, ich habe keine Ahnung, wie ich den Stein hier rüberbringen soll. Ist mir nicht ganz klar, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich habe den Gehweg von der Dings hier rüber gezogen. Bis hier kommt der Stein. Und dann geht nichts mehr weiter. Wieso? This resource extractor is missing access to workers. This stone quarry works similarly to your wood mill. It produces stone that can travel a limited number of walkways. Ja, was, zwei oder? Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Select your outpost, so we can start expanding. Select your outpost, so we can start expanding it further. This tower needs to be connected to your stone quarry and be in its range before it can be upgraded. Er ist in range. Der ist jetzt schon aufgewertet. This resource extractor is missing access to workers. This stone quarry works similarly to your wood mill. Stone towers create stone walkways. If you rebuild a walkway adjacent to a stone tower in place of a current wooden one, it will be muss ich jeden einzelne Position dann ausbauen auf einen Stein Dingens? The limit of this demo. You can demolish some of your creation to keep building or start something new. Free build mode comes with a selection of cool locations to try out. Thanks for trying out the demo. Okay, das will ich jetzt aber genau wissen. Das lässt mich jetzt so nicht in Ruhe, meine Lieben. Nee. Dafür finde ich das jetzt viel zu interessant, als dass ich jetzt hier so Ruhe gebe. Okay. Jetzt habe ich hier... Aha, so kann ich das Teil bewegen. Okay. Ich habe noch nicht mal die Weltkarte oder so gesehen. Ich meine, hallo? Wie komme ich hier auf die Weltkarte? So. Okay. Halten wir mal... einen kleinen Überblick. Hier hat man Holz. Ja, das ist eindeutig mit der Maus oder auch nicht besser zu führen oder auch nicht. Bleiben wir beim Controller. Aha, jetzt fliegt er mal automatisch hin. Achso, das ist unser Holz. Okay, auch nicht schlecht. Karte öffnen, Aufkleber bewegen. Wo kann ich denn da was bauen? Aha. So, da fängt er jetzt an. Mit dem Sägewerk, so. Warum geht er mal jetzt nicht aufs Sägewerk? Gebäude wechseln, Dreieck. Okay. Mhm. Jetzt sind wir im Baumodus. Da wollte ich jetzt zwar nicht hin, aber ist gut. Machen wir sich mal hier eine Verbindung hier so rüber. So. Du bist jetzt, was bist du jetzt hier? Sehe ich nicht. Habe ich jetzt Ressourcenzugang oder nicht?
Schaut mir nicht so aus, ne? Das sollte die Sägemühle selbstständig bauen. Oder wie? Nein, der ging eindeutig daneben. So. Aber er baut mir keine Sägemühle. Wieso? Nee. Das gibt's ja nicht. Meine Güte. Der sollte das Ding hier ja bauen, oder nicht? Wenn hier die Säge angezeigt wird, oder täusche ich mich da? So, jetzt habe ich hier eine Sägemühle. 40 Holz. Warum sehe ich keine Ressourcenwege? Daneben. Ich sehe auch hier immer noch keine Ressourcen. Weiß nicht, ob der jetzt abbaut oder nicht. Sehr interessant. Fliegt er da jetzt hin? Jetzt. Nee, das ist es. Das nimmt er nicht an. Aha. Jetzt sagt er, ich soll den Ressourcenfluss einschalten, aber ich sehe keinen Ressourcenfluss. Ich will mit dem Aufklärer da jetzt bauen. So.
Also auf Ressourcenfluss reagiert trotzdem immer noch nichts. Da brauchen wir so wahrscheinlich mehr Platz für Arbeitskräfte, ne? Also nach drei Fundamenten baut er wieder einen Turm. Aber die drei Fundamente baut er als Wohngebäude. Als Wohnraum für die Leute. Und das müsste die Sägemühle sein, obwohl es jetzt auch nicht mehr beschrieben wird. Wollte ich auch nicht. Immer noch keinen Ressourcenfluss zu sehen. Na gut, meine Lieben, für den Ersteindruck soll es das mal gewesen sein. Irgendwie durchblicke ich es noch nicht ganz, muss ich sagen. Ich glaube, ich werde mir das Ganze nochmal offscreen anschauen und mache euch noch eine Folge, wenn ich es dann, ja, wenn ich weiß, wie das funktioniert. Ihr könnt die Demo gern ausprobieren auf Steam, und falls euch die Leuchte schneller aufgeht als mir, bitte schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen, lasst mir gerne ein Like da und ein Abo, zählt euch zu meinen baldigen 500 Abonnenten gerne dazu, ich würde mich tierisch freuen, und dann sehen wir uns beim nächsten Stream oder Video. Alles Liebe, euer Altjohn, Baba.